Du bist gestorben, flimmert in großen Buchstaben über dem Bildschirm. Aber das ist okay, denn den virtuellen Tod sind wir gewohnt. Game over auch. Aber es gibt Schicksale in Spielen, die sind noch viel schlimmer als draufgehen oder verlieren. Wir haben 5 absolute Horrorschicksale aus Games für euch. Und ein Gewinnspiel. Alles dazu später. Erstmal zu den wunderbar unschönen Dingen. Denn ja, so ein Bossfight-Tod kann echt frustrierend sein. Vor allem beim 23. Versuch in Folge. Aber stellt euch mal vor, ihr wärt eine Little Sister in Bioshock. Oder permanent in Hörweite von Claptrap in den Borderlands. Oder... Ihr denkt, euer Alltag nervt, ist langweilig, anstrengend und doof? Nummer 10, hinten anstellen. Versucht euch stattdessen mal jahrhundertelang von einem zornigen Gott foltern zu lassen, um danach als sprechender Schädel an der muffigen Gürtelleiste eines anderen zornigen Gottes zu baumeln und euch von seinem Klugscheißersohn bei jeder eurer Stories unterbrechen lassen zu müssen. Eigentlich ein Wunder, dass Mimir in God of War so entspannt mit seinem Schicksal umgeht, ohne sich jemals zu beklagen. Sein Karrierestart als Odins Berater lief noch ganz gut, aber irgendwann ging es abwärts. 109 Jahre im Foltergefängnis steckt wahrscheinlich niemand so leicht weg. Und dann auch noch mit einem Baum verwachsen zu sein, ist auch eher eine unfreiwillige Frage des Schicksals als ein Hippie-Move. Sich dann noch köpfen und wiederbeleben lassen zu müssen, geht für unseren Geschmack auch nicht gerade als vergnügungssteuerpflichtig durch. It works. Umso dankbarer sind wir, dass unsere Schädel da sind, wo sie hingehören. Und Mimir uns unterwegs mit Kratos und Atreus nicht die Ohren volljammert, sondern uns stattdessen bestens informiert und unterhält. Goals. Ravioli, Ravioli, gib mir die Formel Loli. Moment. Oder waren es Tortellini? Cannelloni? Nein, es waren Pilze. Keine Pasta. Auch wenn die Ähnlichkeit hier verblüfft. Jedenfalls gilt, du bist, was du isst. Oder was dich beißt. Zumindest in der Postapokalypse von The Last of Us. Sobald so ein Fungusviech dich anknabbert, wirst du selbst zum wandelnden Pilzkopf. Und das ist wirklich kein Spaß. Wie sollte es auch anders sein bei einer Spezies, die dir was von Fliegen vorlügt und dann bloß doof im Waldboden rumwuchert? So ein Cordyceps kann einem wirklich den ganzen Tag versauen. Und wenn man nicht aufpasst, den Rest des Lebens. Oder des Untotseins. Alles Lügen. Sollte eigentlich Lügenpilz heißen. Wir machen uns nichts vor, als Ellie, Joel und Abby sind wir den Stalkern, Klickern, Bloatern und sonstigem Parasitenpilzpersonal locker gewachsen. Aber in einer echten Apokalypse wären wir definitiv die Ersten, die aus lauter Doofheit selbst die Grätsche Richtung Fungus-Dasein machen. Das ist eine wirklich schaurige Vorstellung. Aber immerhin sitzt die Frisur dann noch. Die paramilitärische Cerberus-Organisation ist in der Mass Effect-Trilogie für vieles verantwortlich. Für Commander Shepards Lebensrettung zum Beispiel. Aber der Konzern macht auch noch ein paar deutlich weniger heroische Sachen. Zum Beispiel versuchen sie, die Geth zu kontrollieren. Und was könnte schon schiefgehen, wenn man versucht, eine Rasse von KI-Robotern unter seine Kontrolle zu bringen? Das Ganze sorgt in Mass Effect zumindest für eine unserer Lieblingsmissionen. Trotz des Traumas, das wir dabei erleben mussten. Eine virtuelle Intelligenz in einem Forschungslabor sorgt für Ärger? Da klären wir als Paragone natürlich gerne auf. Nur um herauszufinden, dass die VI gar nicht das Problem ist. Sondern Project Overlord. Ein hybrides Wesen aus einem Computerprogramm und einem echten Menschen. Also so eine Art Cyber-Frankenstein-Monster. David Archer steckt in dem Experiment aber nicht etwa freiwillig drin. Sein Bruder Gavin... Moment. Gavin? You still on this? Yeah. Yeah. It's turned into a right bloody rigmarole. Nicht der Gavin. Oder was ist das? Eine Crossover-Mission? Gavin Archer hat seinen Bruder für die Wissenschaft rekrutiert, ohne vorher ein Patientengespräch zu führen oder sein Einverständnis einzuholen. Ziemlich mieser Move, Bruder. Da sollten wir wohl alle dankbar für unsere Geschwister sein. Ihr wisst ja, wie das ist. Im Weltraum hört dich niemand. Zumindest niemand von den Hütern der Genfer Menschenrechtskonvention. Gerade haben wir euch noch empfohlen, euch den Indie-Platforming-Horror-Hit Inside zuzulegen. Und Limbo gleich dazu. Wer sich Playdeads Meisterwerk gesichert hat, aber noch nicht durch ist, der skippt jetzt besser zum nächsten Segment des Videos. Denn jetzt geht es um das Ende von Inside. Spoiler in 3, 2, 1. Wir haben euch gewarnt. Im Spiel selbst gibt es allerdings keinen Hinweis. Dabei hätte der letzte Akt wirklich ein fettes Warnschild verdient. Nichts für schwache Nerven und immer noch Futter für unsere Albträume, der Huddle. Ihr dachtet, der Rattenkönig in The Last of Us Part 2 war fies? Klar, aber den konnte man wenigstens aufs Korn nehmen und mit dem Flammenwerfer bearbeiten. Aber was?
wenn man in sowas tatsächlich drinstecken würde. Wer so ein Selbstexperiment tatsächlich mal durchspielen will, für den ist Inside ein Muss. Im echten Leben sind wir aber froh, nicht als Teil eines riesigen Fleischbergs aus einem Labor ausbrechen zu müssen und nur eine einstellige Zahl an Gliedmaßen unter unserer Kontrolle zu haben. Albtraum reimt sich auf Weltraum? Das haben wir ja oben in Mass Effect schon durchanalysiert. Also legt den dreihebigen Jambus wieder weg. In Celines Horror-Story in Returnal helfen euch eh nur blitzschnelle Reaktionen und Alien-Knarren. Und das ist eine unendliche Geschichte, die sich zwar grandios spielt, aber die auch extrem beängstigend ist. Enough. I understand. I'm trapped. Einen Tag wieder und wieder und wieder erleben müssen wie Celine? Das können wir mittlerweile wohl alle irgendwie ganz gut nachvollziehen. Aber in-game gibt es ja immerhin Raytracing, 3D-Audio, 4K und 60 FPS. Und Plasmakanonen. Und Bossfights, nach denen wir die Platin bekommen, statt einer fristlosen Kündigung. Trotzdem ist diese Bill Murray-artige Tagesplanung im Endlos-Loop etwas, das sich zwar als Spielprinzip ziemlich gut macht, aber so ein Roguelike-Leben führt wohl niemand gerne. Der härteste Horror bleibt die Realität dann zum Glück doch nicht. Puh, haben wir Glück gehabt. Um euch das echte Leben noch ein bisschen mehr zu versüßen, haben wir jetzt noch etwas zu gewinnen für euch. Für eine Chance auf einen Code für 3 Monate PlayStation Now schreibt ihr uns einfach einen Kommentar, was ihr noch schlimmer findet als den Tod in Games. Wenn dann auch noch eine gültige Mailadresse in eurer Kanalinfo hinterlegt ist, seid ihr auch schon dabei und wir können euch benachrichtigen, falls ihr gewinnt. Dann noch fix Abo und Glocke hinterher und Insider sein. Für immer. Bis zum nächsten Video. Hey, dude, you're a gamer, aren't you?